Hallihallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim im Survival Mode. So, jetzt muss ich dem Spiel natürlich erstmal wieder sagen, dass ich nicht überladen bin, wie immer. Ach genau, den Blutsteinkelch wollten wir jetzt als nächstes machen. Wir sind ja immer noch auf dem Weg nach Rifton. Hier oben haben wir aber auch noch einige Sachen zu tun. Dann sagen wir, laufen jetzt einfach mal los. Schau mal, wenn wir hier rauskommen. Halt. Ja, einfach geradeaus weiter, dann laufe ich direkt drauf zu. Mal auch mal ein bisschen die Dämmerwacht-Quest vorantreiben. Huch, das Ding geht auch direkt los, auch schön. Dachte, der zählt nur, wenn das, naja. Egal. Wo sind wir denn? Irgendein Bergrund da schon wieder hinter mir. Da sind auch noch Sachen, die ich noch nicht erkundet habe. Muss doch theoretisch hier irgendwo sein. Blutsteinkelch? Ja, in dieser Hütte da. Genau. Ich meine, hier hätte ich schon mal eine ganze Menge Vampire gekillt, das ist aber auch schon ewig her. Und die leben wohl wieder. Na gut. Kuckuck, wer bist du? Rotwasser-Wachposten. Nö, ich will mit dir reden. Seid ihr wegen des Skoma hier? Nö. Geht hinein, eine Falltür führt euch nach unten. Okay. Aber ich bin nicht wegen irgendwelchem Skoma hier, nur mal so zur Info. Wer bist du? Hallo. Ja, hallo. Braucht, seid ihr am richtigen Ort. Schlacht am Roten Berg. Durch die Falltür hinunter. Dankeschön. Ja, ich gehe dann mal. Rotwassergrotte, na gut. Sum, 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 sum. Kurz noch mal gucken. Einen Moment. Nein, das will ich nicht. Hier wollte ich gucken. So. Da hustet irgendwer, aber das sind ja alles hier. Wenn ihr dort hinuntergeht, behaltet eure Waffen bei euch. Oder ihr werdet mich noch kennenlernen. Geht rein. Und benehmt euch. Ja, danke, danke. Truhe klauen? Nö. Wer kotzt denn? Ach du Schande. Aha, willkommen. Ihr seht angespannt aus. Nehmt in einer Sitzecke Platz und entspannt euch ein wenig. Oder braucht ihr Nachschub? Was ist das hier für ein Ort? Hey. Meint ihr das ernst? Das ist die Rotwassergrotte. Lieferant des besten Skoma außerhalb von Balmora. Aha. Wie wäre es mit einer Kostprobe? Das erstes Mal ist. Warum nicht? Sucht euch eine Sitzecke und genießt es. Ja, dankeschön. Aber ich bin eigentlich nicht auf der Suche nach Skoma. Nur mal so nebenbei bemerkt. Blutsteinkelch. Alter. Ja. Also die Leute hier unten hören sich definitiv nicht gesund an. Jeder, bring mir noch eine Flasche Skoma. Nee, du kannst mich mal. Wer seid ihr? Ihr seht gesellig aus. Na, komm, geh auf Tür. Danke sehr. Was? Wow. Was willst du denn? Ach, lass mich doch in Ruhe. Nur weil ich hier eingebrochen bin, greifen sie mich direkt an. Da seid ihr. Kuckuck.
Ey, was geht denn hier ab? Frau. Freund. Weg mit dir. Da oben ist noch irgendwo einer. Das ist scheinbar aber das, was ihr wollt. Ja, da sind wir denn. Vulkanglaspfeile. Jawohl. Goldhockerfleisch. Was haben wir denn hier? Schlafbaumsaft. Chemielabor. Ach, ein Haufen Mondzucker. Das ist gut. Was habt ihr denn noch hier unten rumfliegen? Silberbarsch, Zweitlingssaft. Ich habe schon wieder zu viel dabei. Juhu. Ganz toll. Ich nehme trotzdem immer mehr mit. Skiverschwanz. Hängemus. Biene. Haben wir hier noch. Irgendwas Schweres. Hallihallo, Dag. Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich dir. Ich hab immer noch zu viel. Mann. Noch eins. So. Schleppen die da noch mit sich rum? Leichter Schutz braucht man nicht. Rot. Wassergrotten-Hinterzimmer-Schlüssel. Ach du Schande. Oh. Tja, das ist normal. Ärgerlich, aber was willst du machen? Ich habe übrigens ein paar Dings eingebaut, ein paar, Kommandos, kannst du ja mal ausprobieren. Die funktionieren. Findest du unten. Ja, die Bugs, die sind leider normal. Das meinte ich. Ich schlag mich ja hier auch oft genug mit Bugs rum. Was haben wir denn hier? Ein Waldelf. Der hat auch nichts Interessantes. Wo muss ich überhaupt hin? Ah, siehst du? Das funktioniert schon mal. Wunderprächtig. Und wenn du den Sound machst, funktioniert der? Ich kann es jetzt nicht hören. Ich habe weder den... Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, das Headset nicht am Rechner, sondern an der PS4. Okay, Sound kommt nicht. Dann muss ich das wohl nochmal ausprobieren. Na gut, solange die jetzt funktionieren, ist es okay. Wenigstens die beiden schon mal. Haben wir hier drinne? Rindfleisch, Salz. Kohl, schön. Und ich bin wieder überladen. Können wir hier irgendwas machen? Eventuell? Nein, Eisen. Ach ja, genau. Ich habe ja noch einen Haufen Eisenbarren bei mir. Deswegen bin ich noch so scheiße überladen. Aber egal, heilen muss ich mich ja auch noch ein bisschen. Gemüsesuppe, komm, nehmen wir auch noch mit. Äpfel. Ja, wie gesagt, da muss ich den Sound nochmal bearbeiten. Vielleicht liegt es an irgendeiner Einstellung, das mache ich nachher nicht jetzt. Ist auch nicht so wichtig. Danke für den Hund. Ich hoffe nicht komplett an.
Da muss ich wirklich noch mal ein bisschen dran rumarbeiten. Ah, was haben wir hier? Ein Hebel? Ah, schön, Brücke runter. Ja, nochmal das zur Punkte Ausdauer. Nein, hier nehmen wir das. Genau. Na, jetzt müssen wir mal ausprobieren hier. Ui, ui, ui. Shake, shake. Was sind wir hier unten? Ne, eigentlich nur. Ja, doch. 400, ja, ist okay. Mehr. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich kann euch nicht. Ich muss mal ein bisschen runterschrauben. Ich weiß gar nicht, ich hatte es eigentlich nicht auf 400 eingestellt. Warte mal kurz. Da. Loyalty. Point Settings. Nee, steht auf 200. Wieso wird das denn hier mit 400 gezählt? Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Keine Ahnung. Wieso der da rumspinnt. Oder 50. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, warum der jetzt 400 gezählt hat, obwohl es eigentlich, wie gesagt, auf 200 steht. Machen wir mal auf 100. Hat das hiermit was zu tun? Counter? Nein, Counter ist nicht. Finde ich ein Mist jetzt. Currency. Einstellungen. Automatik bekommen. Bla 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 bla. Ach, das ist, weil du hier auch nochmal welche bekommst von dem Chatbot. Der erzählt das jetzt doppelt. Deswegen waren das auch beides 200. Naja, mach ich die mal hier aus. Ups, weg damit. Ach was. So, jetzt zählt er nur noch einfach. Ja, durch diesen Streamlabs Chatbot hat er scheinbar doppelt gezählt. Weil im normalen hast du die 200 bekommen und dann über den dann auch nochmal 200. Scheinbar zumindest. Ach, guck, guck, wer seid ihr denn? Bombs, weg mit dir. Skeletti, auch weg. Ein Elfenohr, das nehme ich auch nochmal mit. Ich weiß nur nicht, wo ich hier hin muss. Heiltränke, was haben wir hier? Kaninchenkeulen. Alles klar. Bis gleich. Ja, ich weiß, da ist noch ein Geheimgang, aber ich will das mal gucken. Ich habe hier hinten nämlich noch nicht alles durchsucht. Hier zum Beispiel sind noch ein paar Urnen. Wumms, die nehmen wir mit. Ah, ja, nee, ist klar. Ist auf jeden Fall auch nicht allzu viel. Okay. Alles nur Schrott.
Na, geh auf. Ein Sarg. Da könnte ich eine Runde schlafen, wenn ich die Vampire hier umgehauen habe. Bums, du noch weg. Und du auch, du komischer Köter. Haha. Hundefleisch nehme ich nicht mit. Todeshund. Die Hoffnung der Redoran. Ja. Auch nicht weiter interessant. Volltreffer, Zaubertrank brauchen wir jetzt nicht. Wenn wir schon mal hier sind, ein bisschen schlafen. Ist immer gut. Dum-dum-dum-dum, da ist auch noch ein Geheimgang. So wie es aussieht, aber wo krieg ich den. Ach, da. Auf die Karte gucken. Ja. Was haben wir denn hier Feines? Stahlkriegsaxt der Funken. Krankheitsheilungstrank. Magika. Sonst fliegt hier aber nichts Interessantes rum. Okay. Ach, mein Gott, das regt mich auf, dass ich wieder voll überladen bin. Das geht mir auf den Keks. Haben wir hier hinten irgendwas? Nein. Ach, guck mal. Zwei tote Trauger. Schön. Das ist ein Zweihänder. Ne, der macht. Macht die Axt hier mehr Schaden? Ist das ein Einhänder oder ein Zweihänder? Okay, jetzt habe ich zwei Waffen. Ne, das wollte ich nicht. Der von den beiden Dingern macht ja nichts mehr Schaden. Der bis 40. Das ist auch ein Zweihänder und den muss ich, glaube ich, noch irgendwo abgeben. 28, komm, weg damit. Auto safe. Risiko safe. Was haben wir denn hier? Der Beutel. Kann man noch ein bisschen was an Gold rumfliegen? Na. Venarus Vulpins Tagebuch. Das können wir doch mal lesen. Ich habe in den Regalen des Pfandhauses ein interessantes Buch mit was? Kurzgeschichten gefunden. Es dürfte den Besitzer kaum stören, wenn ich es mir nehme. Ich sollte wirklich mehr Zeit an den Docks verbringen. Diese Altmäher sind zu dünnblütig für meinen Geschmack. Jedenfalls handelt es sich bei einer der Geschichten des Buches um eine Beschreibung der Blutquelle von Lengra Gelage. Eine sagenumwobene Quelle vampirischer Macht. Ich habe bereits mehrere Versionen dieser Geschichte gelesen. Doch diese Variante legt die Vermutung nahe, dass die Quelle in Himmelsrand zu finden sein könnte. In einer Ruine, die während eines Bebens in der zweiten Ära verschüttet wurde. Da meine Angelegenheiten mit Inquisitor Amolmea hier, nun sagen wir einmal, erledigt sind, wäre dies vielleicht ein guter Zeitpunkt, Somerset für die nächsten 20 bis 30 Jahre zu verlassen, um einem lohnenswerteren Zeitvertreib nachzugehen. Vielleicht sollte ich mich auf die Suche nach dieser sagenumwobenen Blutquelle machen. Boah.
Ich komme per Schiff von Alinair nach Einsamkeit reisen. In den Wirren des Nordaufstands ist das eine reife Leistung. Das kann ich euch versichern. In der örtlichen Taverne begegnete mir eine der meinen. Und zunächst fürchtete ich, diese Aufeinandertreffen könnte mir Ärger bereiten. Wie sich jedoch herausstellte, genießt sie hier in der Stadt einiges Ansehen. Sie möchte mir gerne helfen, solange ich mich anständig verhalte. Wir sprachen oft über meine Nachforschungen zur Blutquelle und obschon sie immer wieder deutlich machte, dass sie mein Projekt für ein schwachsinniges Unterfangen hielt, verriet sie mir das alles, was sie bisher über die Quelle gehört habe, auf Rift hindeutete. Ach so. Nach Monaten vergeblichen Suchens habe ich womöglich eine Spur gefunden. Als ich im Gasthaus Willemsmeer nach Anregungen fürs Abendessen suchte, hörte ich, wie ein alter Einsiedler namens Jokul über einen Ort sprach, an dem er merkwürdiges rotes Wasser aus dem Boden sprudeln sah. Wenn ich mich dieses Soldaten entledigt habe, werde ich ihm folgen und diesen Ort zu finden. Ich kann nicht glauben, dass ich es erst jetzt bemerkt habe. Jokul bringt schon die ganze Woche eimerweise Geröll und Erde aus seinem Haus. Als mir klar wurde, dass er einen Keller gräbt, schlich ich mich hinein. Er war auf ein Höhlensystem gestoßen, das sich die Blutquelle im Laufe der Jahre gebahnt haben muss. Es war in dem trüben Licht selbst mit meinen Augen nicht leicht zu erkennen, aber ich könnte schwören, dass das Wasser auf dem Boden rot war. Leider wachte er auf, als ich gerade den Keller untersuchte, und als ich ihn tötete, fiel seine Fackel auf einen Pelz. Wieder ein Rückschlag. Die Tunnel, die ich zunächst fand, führten durch viel Stein und Erde, doch ich konnte mich mit einigen der Einheimischen anfreunden, und so gelang es uns, den Ursprung der Blutquelle zu finden. Wir verhalten uns so unauffällig wie möglich, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. Im Augenblick greifen sie nur Jäger und was Haders, keine Ahnung, an. Aber wenn wir länger hier bleiben, werde ich eine griffbereite Nahrungsquelle einrichten müssen, damit man nicht auf uns aufmerksam wird. Ach so, jetzt habe ich das erst verstanden. Die Blutquelle entspricht nicht ganz dem, was ich mir oft hatte. Ihr entspringt zwar tatsächlich Blut, das auch große Kraft verleiht, aber es taugt nicht als Nahrung, da die Wirkung nur kurze Zeit anhält. Ist sie verflogen, lässt sie nur einen geschwächten Körper und Geist zurück. Ich musste die Tür zu dem Raum verschließen, um zu verhindern, dass die anderen vollkommen abhängig werden. Meine Tests mit Sterblichen waren sogar noch frustrierender. Sie kommen nicht in den Genuss der Vorteile, sondern werden lediglich krank und süchtig. Aha, das Goma. Sucht. Vielleicht habe ich gerade die Lösung für unser Nahrungsproblem gefunden. So ist das. Skoma ist also aus der Blutquelle. Haha, haha. Was haben wir hier? Wieder eine Tür, die nicht aufgeht. Na Gott. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Warum trinkt er da nicht einfach das Blut aus der Quelle? Das wäre sicherlich einfacher, als eine Skoma-Grotte zu betreiben. Der Boss meint, dass es eine Art entweihte Quelle ist. Ihr Wasser sieht wie Blut aus, ist aber keins. Wenn ihr davon trinkt, werdet ihr stärker. Aber ihr seid doch ziemlich durcheinander. Deshalb verwenden wir sie im Skoma. Ah ja, sehr schön. Wo seid ihr denn? Ich habe euch labern gehört, aber ich sehe euch nicht hier irgendwo. Nö. Lauter verschlossene Türen. Keine Ahnung, wo ich die aufkriege oder ob ich die überhaupt aufkriege. Guck, jemand da? Bah! Och, es war so klar. Es war so arschklar. Und noch eine Falle. Juhu. Na, wie geil. Was bist du denn da für eine? Nein. Nicht weiter in die Stacheln rein.
Nur noch mal hier das Heilen. Ja, wer ist da? Macht mal das Ding aus hier. Kuckuck. Nö. Ich stehe hier nur ganz brav rum und heile mich. So, gucken wir mal. Wo sind die Schreie? Wirbelwind Sprint, den lege ich mir auch mal auf die Favoriten. Und noch so ein Ticken. Jawohl. Perfekt. Kuckuck. Ich bin's. Hui. Die halten echt nicht wie los. Ja, ich hab's geahnt. Wieder eine Falle, dankeschön. Den haben wir schon, den Hinterzimmerschlüssel. Ich dann nochmal eben schnell in Sense der Blitzresistenz. Machen wir mal rein. Das auch. Das auch. So. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal definitiv erstmal hier diese Ausdauer nochmal skillen. Das ist schon wieder viel zu viel, was ich mit mir rumschleppe ständig. Und vor allen Dingen Gefährten holen. 9. Da Raya jetzt zum Schluss ja auch der Meinung war, sie müsste mich angreifen. Ich weiß zwar nicht wieso. Aber gut, bitteschön. Soll sie mal machen, wenn sie meint. Vampirfürst. Na, mal her, level mal den guten mal. Ein bisschen noch. Na, ihr zwei Hündchen. Ups. Kommt mal her, ihr Süßen. Ui, der eine hat's überlebt. Ah, jetzt nicht mehr. Aber das vorletzte Talent. Gargoyle beschwören, jawohl. Noch irgendwer, der hier rumspringt. Naja, aber hier könnte ich was kochen. Wo sind denn die anderen beiden hin, die hier waren? Keine Ahnung. Und eine schäbige Robe an. Dum, 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 dum. Da liegt sogar noch ein Drauger. Hoho. Heiße Kartoffelsuppe, Roggerfleisch, Roggereintopf. Da geht, glaube ich, mehr Zeugs weg, ja. Kartoffelsuppe. Können wir auch nochmal welche machen. Sehr schön. Und das war's. Zwecks Kochen ist nichts mehr. Oh, hier waren ja auch nur die zwei Köter, also auch nichts Interessantes. Was haben wir hier noch? Bisschen Gold. Der ist leer, da hinten der. Ja, nehme ich auch mit. Da liegt auch noch irgendwas rum. Den Niedergang, Zaubertrank der Feuerresistenz. Gut. Ups. Was haben wir hier noch? Heilung und Geld, danke. So, ich glaube, da hinten geht's weiter.
Hier noch irgendwas rumfliegen? Nö. Aber mit dem Wirbelwind-Sprint könnte ich eventuell sogar dahinter kommen. Mal kurz probieren. Ja. Super. Aha. Noch irgendwas? Nein. Schade. Willenbeugen Vampirfürst hier. Den brauche ich zum Skillen. Lauter offene Särge, das gefällt mir gar nicht. Theoretisch bedeutet das nämlich. Ups, was habe ich jetzt genommen? Keine Ahnung. Dass hier ein Haufen Drauger rumkriechen. Aber bisher habe ich eine Tote gefunden. Was haben wir hier? Ist hier Wasseratmung, höchste Magiker. Ne, brauche ich jetzt gerade nicht. Noch eine verschlossene Tür. Lauter verschlossene Türen. So, was passiert denn, wenn ich das hier mache? Ah, da ist die da hinten auf und die hier. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ja, da müssen wir weiter. Da geht's wieder raus. Beziehungsweise von da bin ich gekommen. Okay. Ich traue dem Ganzen hier nicht. Ich traue dem Ganzen echt nicht. Was kann man denn nochmal benutzen? Beziehungsweise, was kann ich denn wegschmeißen? Das brauche ich ja alles. Blutsteinkelche sowieso. Steinabrieb. WB. Diamantenklaue. Das Problem ist der ganz andere Mist, den ich hier dabei habe. Was hat man hier an Klamotten? Geschworenen Pfeil. Was denn? Was ist los? Ups. Ja, nutzen wir nochmal das Gift. Starke Ende, tödliche Anfälligkeit für Feuer, Frostresistenz, Berserker, Stärke. Ach komm, schmeiß ich jetzt einfach mal weg. Feuerresistenz behalte ich. Krankheitsheilung auch weg. Taschendiebstahl noch. Egal. Ich brauche Platz. Unsichtbarkeit, Magieresistenz, Zielkunst verstärken. Magika wiederherstellen, Magika regenerieren, Frost. So, das noch. Ein Haufen Tränke hier weggeschmissen, naja, egal. Ich traue dem Ganzen nicht die Bohne. Alles klar. Viel Erfolg.
Man kommt drauf an, würde ich mal sagen. Es riecht nicht alles schlimm. Was haben wir denn hier? Uah. Boah, Hund, erschreckt mich nicht. Wo ist jetzt der andere? Kuckuck. Ui, ein Vampirmeister. Das hält aber auch nicht viel aus. So, das Ding ist noch offen. Okay. Ach, noch ein Köter. Bombs. Die hässlichen Viecher. Da ist keiner, da ist auch keiner. Der Sarg ist zu. Was passiert denn, wenn ich den aufmache? Hey, hallo, Taschendiebstahl. Aha. Was war das? Ups. War keine Absicht. Aber Hauptsache, ich habe mir vorher die Waffe geklaut. Wo ist denn das Ding jetzt? Die wollte ich nämlich eigentlich nicht haben. Was ist denn das Teil? Oder irgend so eine dämliche Axt. Versuch's, genau. Mehr als versuchen kannst du es nicht. Wo hab ich denn jetzt dieses Ding hin? Wollte das der eigentlich gar nicht klauen. Hallo? Papierrolle, die kann ich auch mal wegschmeißen, die brauche ich auch nicht mehr. Wenn ich diese komischen Steine da wenigstens mal langsam weg hätte. Hier, diese Barentia-Gedöns. Aber nö. Was haben wir hier hinten? Chemielabor, achso, das ist hier, okay. Da irgendwas rum, was ich gebrauchen könnte? Nö. Ach. Ich bin im Kreis gelaufen. Das heißt, hier geht's schon mal nicht weiter. Wie komme ich denn jetzt da durch diese Tür? Mal eine an. Okay. Leintücher. Hier fliegt noch ein Seelenstein rum. Mächtiger Seelenstein. Den brauche ich auch nicht. Was haben wir denn hier? Was wird es da weitergehen? Das ist nur ein Schrank. Da bewahrt jemand ein Skelett im Schrank auf. Schön. Warum nicht? Öfter mal was Neues. Upp. Aua. Hallo. Geht's noch? Dum, 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 dum. Ich glaube, ich muss echt mal wieder herstellen und auch skillen. Also, ich weiß echt bald nicht mehr, was ich überhaupt skillen soll. Und dann, wenn ich davor stehe, dann... bringt alles nichts. Menschenfleisch. Menschliches Herz. Schön. Komm mal her, wir haben gerade ein Alchemielabor hier. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen was verarbeiten können. Das hier zum Beispiel. Nichts gebracht, Gott. Dum, dum. Feuersalze brauche ich, Frostsalze aber nicht. Feuersalze, ja. War da noch irgendwas, was ich gebraucht habe?
Ach ja, die Eisgeister-Szene, genau. Das wird nix. Nee. Glühstaub? Ich hasse Alchemie. Ich hasse sie, ehrlich. Esmiran. Aber ich meine, es sind leicht verdiente Skillpunkte, die man hier kriegen kann. Ach, deswegen mache ich das nebenher immer mal wieder. Eventuell was rausfinde, was ich noch nicht habe. So, keine Eisgeisterzähne, keine Frostsalze. Glühstaub nehmen aber. Und hier die Honigwaben, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich was bringen. Ah, nein, nein, Gott. Knoblauch. Frag mich, warum die Vampire überhaupt auf mich losgehen, weil so viel Knoblauch, wie ich immer mit mir rumschleppe. Ach genau, das Trollfett brauchte ich auch noch für irgendwas. Lavendel. Bringt mir nix. Wie sieht's denn bei dem Mondzucker aus? Finden wir da noch irgendwas? Ja, Frostresistenz. Sehr schön, sehr schön. Ne, das bringt auch nichts. Nö. Ach hier, schlechter Fischei. Nein, bringt auch nichts. Trollfett brauche ich. Mal hier. Nein. Irgendwie hat das hier auch nicht wirklich Sinn gerade. Ja, wie gesagt, sind ein paar nebenher verdiente EP. Wollen immer mal gebrauchen. Holderbeeren Weizen? Nein. Nein, Gott. Das war's. Na, immerhin ein bisschen Platz gekommen. Da kann ich auch mal wieder ein paar Seelensteine mitnehmen. Nicht, dass ich zu wenig hätte, aber... Dabei habe ich, glaube ich, keine mehr. So, nochmal kurz speichern. Au! Ja, klar. Lauter Fallen, wer findet sie? Ich natürlich. Ich finde jede Falle. Entweder durch Zufall, weil ich reinlatsche. Oder so irgendwie, ja, genau, au, 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 heiß, 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 aua. Fallenexpertin Candelaira. Ach, guck mal, da sind wieder zwei. Oh je, na super. Dann viel Erfolg. Wo, was? Wo bist du? Ach, direkt vor mir, ich sehe sie nicht. Okay. Da ist noch einer. Kuckuck. So viel zu Venarus Vulpin.
Schön. Ja, glaube ich dir. Das wird mich auch tierisch nerven. Ich sag ja, also ich quäl mich hier ja teilweise auch mit Quests ab, die dann total verbuggt sind. Ich bin froh momentan, dass es wirklich halbwegs läuft. Aber es hat auch schon Tage gegeben, da konnte ich wirklich Quests gar nicht machen. Och Mann, ich will an die dumme Schale da dran. Da ist Gold und so ein Zeus drin. Lass mich da reingucken. Granatstein. Schmeiß die Schale halt gleich wieder weg. Hahaha. Und die komische Rüstung auch. So. Habe ich noch eine Goldmünze? Dim, dim, dim. Wo ist sie? Weg damit. Was war es jetzt noch? Schalen? Hatte ich, glaube ich. Hätte ich hier noch irgendwas, was ich rausschmeißen kann? Nein. Dann hier mal gucken. Wo ist er? Da. Gott, die brauchen wir nicht mehr. Ach, nicht schon wieder verwandeln. Hallo. Wer gehst du mal, Spiel? Dankeschön. Aber ich bin froh, dass wenigstens die ersten zwei Kommandos schon mal so funktionieren, wie ich es eingestellt habe. Bei dem Rest muss ich dann halt mal gucken. Ach, das ist eine Truhe. Bis ich das überhaupt mal raus hatte vorhin. Was glaubst du, wie lange ich damit rumgemacht hatte, bis das funktioniert hat, dass die Leute hier die Küsschen sich anzeigen lassen können per Chatbefehl? 1000 Mal versucht. Und nichts hat sich getan. Da oben war nichts mehr. Hier war, glaube ich, auch nur der andere Vampir. Genau, den muss ich noch looten. So. Von da bin ich gekommen. Also geht's hier lang weiter. Oh, ein Ork. Blutige Lumpen, die wollen wir nicht haben. Blutwasserskoma. Lecker, lecker. Ein bisschen Vampirblut. Hier noch irgendwas? Nö. Ich denke, ich habe einen Schlüssel. So muss ich das Ding jetzt hier wieder per Dietrich aufmachen. Na, das wird jetzt wieder was. Nö. Ah ja, sehr schön. Rotwasserquellenschlüssel hinzugefügt. Ich dachte eigentlich, ich hätte einen, aber gut. Bitte sehr. Soll mir auch gerecht sein. Hey, was seid ihr denn? Nicht zum Schade, wisst ihr? Der kleine Unfall, den ihr hattet, kam völlig unerwartet. Ja, ja, zu schade. Fürst Harkons neuer Liebling starb leider. So kurz nach seiner Aufnahme in die Familie. Wir können von Glück sagen, dass ich hier war, um den Galmo den Tod zu bekommen. Was? Das war nicht so abgesprochen. Wir bringen ihn zusammen zurück. Idioten, ihr habt doch nicht geglaubt, ich würde euch hier einfach herausspazieren lassen, oder? Vingalmo will euch beide tot sehen. Mhm. Na, das ist schon in Ordnung. Ortjolf hat mir befohlen, alle zu erledigen, die sich mir in den Weg stellen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Aber schön, wie ihr im Takt sprechen könnt, ihr zwei. Und wenn ihr beide nicht wirklich was aushaltet, wieder mal. Bums. Ich nehme auch mit. Das
schon alles geklärt. Doch, ich hab mehr drauf. Das zeige ich dir nicht. So viel zu den beiden. Hauptsache, sie können doof rumlabern. Aber zumindest wieder ein Stück weiter in der Questreihe. Und nein, Spiel, ich trage nicht zu viel. Danke. Schaufel, ja, schön. Das wäre, wie gesagt, auch erledigt. Mir noch ein paar Drauger oder so. Doch, da ein Toter. Immerhin. Ah, da lagen auch noch welche. Ich nehme dem ganzen Heilen gerade gar nicht gesehen, dass die hier rumfliegen. Ups. Tür zu. Hey, Tür wieder auf, danke. Wieso war die denn offen? Scheint nicht irgendeiner vor mir hier durch oder so? Ne. Mal hier noch. Mehl braucht kein Mensch. Hi, huhu. Guten Morgen. Guten Morgen. Was? Verbrennt ihn! Verbrennt den Vampir! Guck mal, was ich mit dir mache. Bombs, Kopf ab. Zufrieden? Danke. Was hast du denn hier? Skoma. Nicht nur ein Riesengeldbeutel. Essen nehmen wir mit. Ist mir jetzt egal, ob ich das klaue oder nicht. Nein, ich will das Gold haben da oben. Normalerweise bin ich ja nicht so, dass ich hier das Zeug klaue, aber die sind mir jetzt ziemlich egal. Skoma-Händler werden bestraft. Da ich die anderen beiden Diener, die hier rumgelatscht sind, ja auch schon gekillt habe. Ist auf allen mehr oder weniger auch nicht an. Hm? Uhu. Ja, bitte? Ja, bitte? Nein, danke. So, noch eine Quest erledigt. Wunderbar. Dann war genau die Höhle da hinten noch zu erkunden. Und irgendwo war noch ein Turm. Was braucht ihr? Dir gar nichts, junge Frau. Und immerhin beim Vampir fehlt nur noch ein Talent. Hat man die Trophäe auch erledigt? Ich könnte mich endlich mal entfluchen lassen, obwohl es ja eigentlich sehr praktisch ist. Ich ja gestern schon erwähnt habe, mit diesem Rumfliegen übers Wasser bei der Kälte. Ist nicht verkehrt, definitiv nicht. Besser als zu erfrieren. Ah. Komm ich denn da jetzt an diese Höhle dran? Alpha-Wand? Nein. Was ist da unten drinne? Vielleicht? Nee. Eisenerzader. Während im Kampf? Wer will denn da hinten schon wieder irgendwas von mir? Keine Ahnung. Aber ich sollte vielleicht doch mal zu meinem Haus zurückkehren.
bevor ich jetzt hier weitermache. Und wie war das mit der Kutsche? Ich konnte mir eine Kutsche da hinsetzen lassen. Wie funktioniert das denn? Da kommt mehr Troll. So. So viel dazu. Was haben wir nicht noch für Quests abzugeben? Skummerhändler. Genau, der soll ich das Detra-Herz und das Trollfett bringen. Ich gehe erstmal direkt nach Rifton. Nehme mir dann mal eine Kutsche in die Nähe von meinem Haus. Was ist das hier? Feuerzauberer. Boah. Boah. Alter. Nicht gut. Gar nicht gut. Mit der hätte ich mich jetzt gerade nicht anlegen sollen. Ich bin ja schon weg. Lasst mich in Ruhe. Kartoffelsuppe. Nein, ist gut. Aus. Pfui. Nein, 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 nein. Was ist das denn noch hier weiter runter? Okay. Sind eigentlich meine Türsteher schon wieder? Keiner da. Freitagnachmittag und alle ausgeflogen, oder wie? Lala. Da ist auch noch eine Höhle, in der ich noch nicht war. Okay. Und irgendwas spinnt hier heute schon wieder rum. Ich weiß auch nicht. Was? Vampir, das ist ein Drache. Nur mal so nebenbei bemerkt. Hi, Drache. Wo ist der Schrei? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja. Komm her. Der lässt sich wohl nicht verzaubern. Na gut. Wenn er es so will, bitteschön, dann wird er eben gekillt sein muss. Ist ja auch ein älterer Drache. Komm, stirb. Aha. Ich mag es zwar eigentlich nicht unbedingt, die jetzt noch zu killen, aber na gut. Ihr habt das Feuer unter Kontrolle. Ja, hab ich. Danke. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit den ganzen Drachenseelen, die ich mittlerweile habe, anfangen soll. Ups.
So, wo sind denn hier die Quests, die wir abgeben müssen? Umgebungskarte. Da, Maries, Schwarzenbrauerei. Achso, nee, das ist die andere. Zersplitterte Zisterne, da haben wir einiges. Wo kam er eigentlich her? Keine Ahnung, kann ich dir auch nicht sagen, ist mir auch egal. Was ist denn das jetzt? Sag mal, direkt vor mir. Ah, da. Perfekt. Einfach ist Geisterzähne. Jetzt dürfte meine Ware auch in nächster Zeit frisch bleiben. Bitte schön. Wie versprochen, meine Belohnung. Ich hoffe, sie gefällt euch. Steinhaut, Zauberbuch, Hasanbrust, okay. Bücher, kann ich das schon? Ich glaube, ja. So, Steinhaut benutzen. Ja. Dank nochmal. Kannst es behalten, bitte sehr. Ich habe Mjoll noch guten Tag niemals wünsche ich. Erlebt. Möget ihr mit einem ich bin direkt hinter euch. So, du kommst noch mit. Wenn ich ihn sehe, sorge ich dafür, dass er nichts Unüberlegtes tut. Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Wartet, ich kenne euch doch. Ja, es ist immer die gleiche Leier. Ihr kennt mich, ich weiß, ihr komischen Wachen. Boah, ich würde denen manchmal so gerne eine überknallen. Ah. Wenn ich nicht weiß, dass ich dann gleich die ganze also wenn ich nicht wüsste, dass ich dann gleich die ganze Stadt auf dem Hals habe, würde ich es echt machen. Es ist immer wieder das Gleiche, was die quasseln. Was braucht ihr? Von dir gar nichts. Darüber. Also hier kann ich jetzt auf jeden Fall einiges loswerden an Zeug, was ich mit mir rumschleppe. Das weiß ich. Dum, 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 dum. Delvin vor allen Dingen, der will einiges haben. Kann ich etwas für euch tun? Ja. Stehe ich immer gern oh, zur ich Verfügung. Bin eigentlich geschäftlich im Auftrag der dunklen Bruderschaft oh. hier. Oh, ich verstehe. Tja, ihr macht euch wirklich überall Freunde, nicht wahr? Mhm. Nun, und wie geht es Astrid denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder... Hi Felix, und danke Ach, für deinen Host. Doch mal wieder zum Plaudern. Es geht um Felix, das natürlich. Mit dem Ausrufezeichen Küsschen funktioniert. Geschichte. Kannst jetzt so gucken. Was könnt ihr mir darüber sagen? Delvin das Amulett geben? Lasst mich mal sehen. Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Es ist ein Gebenwürde. Passt auf. Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Hi, Dago! Wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Wollt ihr es kaufen? Kaufen? Das? Ein Amulett des Ältestenrates? Oh ja, natürlich. Einen Augenblick, bitte. Hier, das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen, für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Jo. Bringt ihn eurer reizenden Auftraggeberin. Mit meinen besten Grüßen. Dankeschön. Aber ich habe noch mehr für dich eigentlich. Problem? Der Diebstahl ist erledigt. Ich könnte euch den ganzen Tag lang loben. Aber Geld ist euch lieber, oder? Ja. Dankeschön. Zusätzliche Aufträge. Ist dieses Schiffsmodell etwas wert? Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Was für ein herrlicher Fund. Dies dürfte euch dafür entschädigen. Danke sehr. 800 Gold immerhin. So, und ich euch diese Zwergen-Rätselkiste verkaufen? Oh, ja. Noch was? Nach dieser kleinen Schönheit habe ich... Sag doch, bei dem werde ich einiges los. Wenn ihr wieder einmal
seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Das ist ganz schön was wert. Mein Glückwunsch. Bitte sehr. Das sollte ein Lächeln auf eure Lippen zaubern. Nochmal 800. Na gut. So, zusätzliche Aufträge. Genau. Ja, ja. Upsala. Und Raubzüge zuständig. Die etwas delikateren Aufträge. Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Ja, ich bin bereit für extra Arbeit. Klar, gerne. Gutes Timing. Habe gerade neue Kunden akquiriert. Diebstähle. Die nehmen wir gern. Also, seid ihr bereit für eine kleine Diebstähle? Sehr gut. Danke sehr. Auftrag. Vielen Dank. Wex, die Denunziation. Dunkel. Was habe ich hier noch? Ist dieser seltsame Stein etwas wert? Ach so. Nicht in diesem Zustand. Den Stein hat ein Dieb aus der zeremoniellen Krone bar. Ich glaube, es waren insgesamt 24. 24, ja, wissen wir. Einige Gildenmitglieder versucht sie zu. Hört zu, ich kann nur. Ich sage euch etwas. Komm. Ach, gib mir ja noch zusätzliche Aufträge, meine Gute. Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, persönlicher zu. Ja. Einbrüche, Denunziation, Ausräumen, Raubüberfälle, Denunziation. Wenn ihr uns braucht, um einen anderen auszuschalten, benutzen wir andere Methoden als die dunkle Bruderschaft. Wir finden eine andere Möglichkeit, um ihn aus dem Weg zu räumen. Ihr schmuggelt gefälschte Beweise in das Haus der Zielperson, dann geben wir der Stadtwache einen Tipp. Der Rest, meint ihr, dass ihr das schafft? Jo. Gut. Danke. Denkt nur an die richtige Reihenfolge. Erst der Auftrag. Ja. Ist ja gut. So, dann wäre das wohl auf jeden Fall auch erledigt. Komm, die Quests machen wir direkt mal an, was wir hier bekommen haben. Diebstahl, Denunziation, genau. Was war das noch? Das hier. Espern, eine Drachenschuppe und ein Drachenknochen. Der hatte ich doch geholfen. Hä? Die Eisgeist-Szene habe ich der eigentlich auch gebracht. Na gut. Egal, weiter geht's. Also allzu viele Quests habe ich nicht mehr. Ich muss echt erkunden gehen, um jetzt noch großartig was zu finden. Bisschen Diebesgilde, ein bisschen was mit den Dunklen Bruderschaft und die Dämmerwacht, aber sonst bleibt nicht allzu viel übrig im Moment. Es hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren, hat mein Herz stets mit Begeisterung erfüllt. Schön für dich, meine Gute. Schön für dich. Sei lieber froh, dass du immer noch lebst. Sag mal hier, irgendwas kann ich doch da noch ab. Ach, platziert. Ich soll hier in der Festung das Diebesgut platzieren. Na gut. Wenn ihr wollt, bitteschön. Das ist nicht mein Problem. Wenn es Ärger gibt. Na. Also ich weiß ja nicht, ob die Diebesgilde sich wirklich mit den hier allen anlegen sollte. Vor allen Dingen, da sie an Rifton beheimatet ist. Aber bitteschön. Da oben irgendwo. Das war doch hier, oder? Ach nee, Romlin Treffshaus. Was ist das denn? Romlin Treffs? Ist das hier? Gut Schwarzdorn? Nee. Ist auch nichts.
Ich habe keine Ahnung, welches Haus das ist. Ist das irgendwo da unten vielleicht? Das könnte noch möglich sein. Ah ja, hier. Okay. Keiner da. So, was müssen wir da reinpacken? Was war das jetzt? Mal gucken, ob ich es finde. Ach nee, es war irgendeine Kette oder so. Die da genau ablegen. Haha. Und dafür nehme ich das Gold mit. Danke und bye bye. War ja doch recht easy, nachdem ich es jetzt gerade gefunden hatte. Was gibt's hier eigentlich Neues? Bin auch schon lange nicht mehr drin. Die Kids dürften ja eigentlich glücklich sein mittlerweile. Ich bin besser, seit Grelo tot ist, aber trotzdem, ich habe diesen Ort hier satt. Tja, kann ich dir leider auch nicht helfen. Wo ist denn eure Aufseherin? Warum hängt jemand wie ihr an einem Ort wie diesem hier herum? Ich jemanden suche. Durch diesen Krieg gibt es so. Ich kann es nicht fassen, dass Grelo tot ist. Achso, nee. Ich will keine Kinder adoptieren, ich habe immer noch zwei. Was hätten wir denn jetzt hier als nächstes? Ach genau, und wieder zur Diebesgilde zurück. Oh, immer dieses ewige Hin und Her. Können die nicht mal zu mir kommen? Es wäre eine willkommene Abwechslung. Ja. Jetzt komme ich hier wieder nicht runter. Danke sehr. Was so ruhig heute im Chat, Leute? Was ist los mit euch? Schlaft ihr alle? Bin ich langsam aber sicher schon gar nicht mehr gewohnt. Hallo. Ja. Ne, es ist unglaublich, wie ruhig das heute ist. Nun, raus damit. Zeit ist schon ja, ist schon erledigt. Uns liegen lassen, nicht wahr? Ich liebe die kühle Luft. Gut, wir können das Geld gut gebrauchen. Ah, okay. Einbrüche, ups. Ausräumen, Raubüberfälle, machen wir mal ausräumen. Eine der schnellsten Möglichkeiten, in den Himmelsrand an etwas Geld zu kommen, besteht darin, die Häuser von ein paar Reichen, um ihre Wertsachen zu erhalten. Ja, wissen wir. Wenn ihr Interesse habt, kann ich euch einen guten Ort zeigen, der einmal eine gründliche Entrümpelung vertragen könnte. Was sagt ihr? Ich kümmere mich sofort darum. Nehmt dies und dann macht, dass ihr wegkommt. So, die nächste Quest. Puh. Haus des Jahres in Einsamkeit. Nee, da will ich jetzt nicht hin. Das hat also ein bisschen Zeit. Nichts, was wir jetzt direkt erledigen. Ergo schnappe ich mir jetzt eine Kutsche. Und dann werde ich erstmal mein Haus noch aufbauen. Gucken, dass die ganzen Eisenbahnen wieder loswerden. Nein, hier ist nicht. Wo ist denn jetzt der Ausgang? Hallo? Nein, hier nicht. Falsche Richtung gelaufen, da drüben. Der braucht etwas? Nee, von dir nicht, danke schön.
Aber Dago, du musst mir mal erzählen, wie das funktioniert hier mit dem... Warst doch du, oder? Mit dem Kutscherforcer aussetzen. Wartet! Da habe ich bisher nämlich echt noch keinen. Das wäre nämlich sehr praktisch. Vor allen Dingen, wie gesagt, in diesem Schwierigkeitsgrad hier. Vor das... Warst doch du, oder? Der gesagt hat, ich könnte mir einen Kutscher vors eigene Haus setzen. Ich kann euch zu jeder der ist es auf jeden Fall nicht. Der Pferd will ich kein stehlen, da auch nicht. Mal gucken. Ja, aber wie? Guten Tag, Freund. Hier mit dem quatschen? Ein großartiger Lehrer. Von ihm habe ich so viel über Pferde gelernt. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, ihr seid ja im richtigen Ort. Ach, zu meinem Vogt. Also gut. Okay. Ich glaube, das ist in dem Haus ja Lydia. Na gut. Meine Kutsche ist die Sieg. Guten Tag. Ah. Wohin soll's gut gehen? Zu wissen. Dankeschön. Ich würde gern einmal nach Weißlauf. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Jep, danke sehr. Wenn ich in Weißlauf bin, besuche ich immer den Gülden Grünbau. Mach das. In meinem Beruf schadet es nie, Kühnare. Naja, aber da oben ist ja eh noch alles so einsam. Ich glaube, das hat nicht viel Sinn, wenn ich da Hühner und Kühe hinstelle. Die sind ruckzuck tot. Also ganz ausgebaut habe ich sie auch immer noch nicht. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmels. Mein Pferd dreht durch. So, wollen wir mal. Ach, Quatsch, ich muss auch noch zu irgendeiner Mühle. Haben wir hier irgendwas in der Richtung? Ich mal Holz kaufen könnte. Was ist denn hier? Zu Wilkas? Ach so, okay, na, dann geht's ja. Dann ist ja alles okay. Aber in Flusswand könnte ich, glaube ich, Holz kaufen. Sekundas Sockel. Ach komm, ich gehe aber erstmal zu Wilkas. Unbedingt mal wieder schlafen muss, wie ich gerade sehe. Sips, sips, sips. Jo. Alles gut, Dag. Dum, 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 dum. Leider war ja. Aber siehst du, ich kann hier überhaupt nicht auf die Konsole zugreifen. Das funktioniert hier gar nicht. Das ist halt dann der Nachteil. Deswegen sagte ich ja. Beides hat so seine Vor- und Nachteile. PlayStation in dem Fall und PC. Boah, kann schon nicht mehr reden. Dann werden wir wohl noch mal zu Wilkas. Es hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu. Und dann mache ich erstmal eine ganz kurze Raucherpause, nachdem ich bei Wilkas war. Wie immer. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß.
Meistens macht es Spaß, okay. Ich muss mal gucken, dass ich diese Schluchtweiherköpfe auch mal loswerde. Ich glaube, Raya hatte die. Aber wo habe ich jetzt Raya gelassen? Hey, Wilkos. Jemanden wie euch hätte ich nicht. Hab eine Waffe der Familie gefunden. Aber Kodlak, ihr habt ganze Arbeit geleistet. Wir sind stolz auf euch. Ich habe Gerüchte über euch. So, der hat, glaube ich, nichts mehr. Zweihandwaffen besser nutzen. Hier, ich zeige es euch. Ist noch was nach Arbeit? Sprecher im Fürstentum Pale keine große Lust, dort zu bleiben. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Einer ist geflohen. Und ihr werdet diesen Feigling finden. Mittlerweile ist es ihnen egal, was mit ihr passiert. Mir ebenfalls. Am besten tötet ihr sie einfach, damit es schneller geht. Ach ja, alles klar. Na gut. Seid vorsichtig. Diese Frau gilt als gefährlich. Sonst noch was? Ihr habt bereits einen Auftrag erhalten. Kümmert euch um diesen. Kümmert euch um diesen. Ja. Verbrecherjagd. Töte den entflohenen Verbrecher. Wuhu. Ihr Cheater. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Dum, 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 dum. Ihr seid wie ich, nicht wahr? Nein, ich bin nicht wie du. Könnt ihr nicht vielleicht ganz gewiss nicht wie du. Der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr erwischen. Ihr seid. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr. Einfach so, Mensch. Hast du wieder ein bisschen Eisenerz für mich? War er nicht böse gemeint? Du, Dark, ich habe schon x-mal, auch nach so viel Stunden Spielzeit, wieder neu angefangen hier in diesem Game. Das ist jetzt wirklich der Spielstand, wo ich am weitesten bin. Ich war vorher nie so weit, wie ich jetzt gerade bin. Ja, genau. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. So, was hast du denn eigentlich? Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Sehr schön. Hast du irgendwas von mir eigentlich? Erins Haus, Zaubertrank der Heilung, Magika. Nee, die hat wohl nichts mehr. Außer ihre Düsterklinge. Na gut. Dann nimm du mir doch erst nochmal hier ein bisschen was ab. Gute Dame. Bis wir da oben sind. Grumdum Erz. Ist mal weg. So, die ganzen Eisenbarren. Alles klar. Gehen wir. Ja, gehen wir. Aber meine Lieben, ich mache eine kurze Pause. Es ist jetzt genau 15 Uhr. Das heißt, wir sind jetzt genau seit anderthalb Stunden dran. Ich bin sofort wieder für euch da. Bis gleich.
So, bin gleich, da bin ich wieder. Haus bauen wollten wir, genau. Ich hoffe, ihr musstet jetzt nicht allzu lange warten. Aber wie gesagt, immer mal so eine kleine Pause dazwischen muss sein, nach anderthalb Stunden. Und es ist ja nie länger eigentlich als maximal 10 Minuten. Von daher. Ups, 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 ups. Ach, ich hatte doch mein Pferd da oben stehen lassen, ne? Wieso renne ich jetzt wieder hier runter, wenn ich den Gaul da oben habe? Den ganzen Weg hochlatschen. Ja. Ne, der steht gar nicht hier. Oh, sag mal. Wo ist dieses blöde Vieh denn hin? Ich laufe ja gerne im Kreis, also so ist es nicht, aber wegen nix und wieder nix ist natürlich ein bisschen doof. Steht er doch wieder hier unten? Tatsache. Dann wollen wir mal Häuschen weiterbauen. Juhu. Und soweit ich weiß, ist Lydia da mein Vogt. Ergo, ich muss bei der dann wohl den Kutscher beantragen. Na gut, da fliegt wieder ein Drache rum. Also bei diesen älteren Drachen klappt es leider nicht mit dem Zähmen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ergo, bei dem anderen, den ich da gestern oder so auch in der Nähe von Rifton killen wollte, beziehungsweise zähmen wollte, es hätte gar nicht funktioniert, auch wenn der mich nicht gekillt hätte mit einem Schlag. Weil ich natürlich wie immer total erfroren war. Na komm, Pferd, einen Schritt schneller bitte. Jetzt muss ich nur den Weg finden da hoch. War denn das? Ich bin schon wieder dran vorbei. Ich habe mir ja extra die Markierung noch da hingesetzt. Aber irgendwas muss ich hier noch machen. Sehe ich gerade. Was ist denn das? Ach, das Wächtermammut? Und da ist der entflohene Verbrecher. Ich glaube, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich das doch direkt mal mit. Nehme ich aber den Bogen. Ja, komm, verschwind, Gaul. Was ist denn das Wächtermammut? Da. Hey. Schieß mal den Mann hintern her. So viel zum Wächtermammut. Mammutrüssel, Stoßzahn, Zwergpfeil. Den immer wieder mit. Und irgendwo da hinten war dann wohl dieser entflohene Verbrecher. Genau, hier so schräg rüber. Dann werden die Quests auch direkt erledigt. Zumindest die halt mit den Wächtern zum Teil. Wenigstens.
Da ist mein Haus, genau. Wo ist der denn, der gute Kerl oder die gute Dame? Das ist ja in dem Fall. Ja, ausgekühlt. Okay, bis später. Viel Spaß. Schon wieder dran vorbei? Hä? Wo soll die denn sein? Naja, an der Mühle? Steckt sich an der Mühle? Oder wie? Wo ist die denn? Ist die das? Wohl. Wow. Ja, so viel dazu. Die ist auch erledigt. Gott. Sehr schön, sehr schön. Kann ich jetzt in Ruhe mein Haus weiterbauen? Die zwei Sachen schon mal aus dem Kopf. No. Oh. Bei Ismir, das werdet ihr büßen. Wow. Ey, sag mal. Was soll das denn? Ja, so viel zum Thema. Ich krieg die zwei Quests da durch aus dem Korb. Ja. Hm. Zack, beiß ich ins Gras. Weil hier irgendwelche dämlichen Verbrecher an meinem Haus rumstehen. Und eine dämliche Banditenbande. Ja. So ist das dann eben nochmals. Na komm, gute Dame. Da sollte ich die zwei dann vielleicht doch später erst machen. Ach, ich wollte sowieso eigentlich noch mal nach Flusswald, um mir ein bisschen Holz zu kaufen. Hatte ich mich völlig vergessen. Lalalala. Dann eben erstmal so. Aber so viel, was ich hier noch zu tun habe, da vergesse ich leider doch das öftere Mal das ein oder andere. Ach, nerv nicht. Bandit? Ja, irgendein Bandit. Aber da waren wir auf jeden Fall auch schon ewig nicht mehr in Flusswald. Ist auch mal schön, an dem Level mal wieder dahin zu müssen. Und das nur, um Holz zu kaufen. Juhu. Sobald ich von meinem Gaul absteige, ist er sowieso wieder verschwunden. Das müsste hier, glaube ich, auch irgendein Bug sein oder so, weil eigentlich verschwinden die ja nicht oder sie sind wirklich einfach zu oft draufgegangen mittlerweile.
mein eigenes Pferd. Alles klar. Bis später. Eventuell. Die Göttlichen sind euch hold. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vor. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ja, ist ja schön. Das wollte ich nicht wissen. Meint ihr sicher Waffen und Rüstungen? Nein, Holz meine ich. Helfen. Er ist unser Schmied. Ich will Holz kaufen. Lass mich hier keiner Holz kaufen. Hier gibt es eine Schule, die in ganz Deutschland ihresgleichen sucht. Das steht fest. Wieso kann ich hier nirgendwo Holz kaufen? Was soll das denn? Jetzt bin ich extra hier runtergelaufen und kann es trotzdem nicht. Ich glaube, da war so ziemlich das Einzige, was ich hätte, wo ich was hätte kaufen können. Ist der Wächterbär? Nein. Lichtung der Ahnen, da wollen wir auch nicht hin. Hier hinten waren doch noch jede Menge von diesen scheiß Mühlen. Da ist auch noch eine. Schnellreisen geht ja sowieso nicht. Pferd ist natürlich abgehauen, ganz klar. Na gut, mal hoffen. Ah, da ist er. Wieso das Vieh immer wieder nach Hause läuft, weiß ich auch nicht. Was ich ja eben gesagt hatte, ich glaube, das ist auch irgend so ein Bug oder sowas. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und ich bin gerade auch echt am Überlegen, ob ich den Survival Mode mal kurz ausmache. Damit ich ja schneller an diesen Mühlen bin, um mir das Holz zu kaufen, weil das dauert mir dann doch echt ein bisschen zu lange. Der ganze Spaß, wenn ich da jetzt wieder Gott weiß, wie weit laufen muss hier. Ist zwar eigentlich nicht Sinn der Sache, aber naja. Ich meine, für euch ist es mit Sicherheit auch langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit nur rumrenne und sonst nichts mache. Ne, wahr? Ah, ja, mal schauen. Komm, machen wir den jetzt einfach mal kurz aus. Einstellungen ist das. Gameplay, Überlebensmodus kurz aus. Danke. Dann geht nämlich auch das Schnellreisen wieder. Zumindest vorläufig. Oder auch nicht. Dauert jetzt wieder einen Moment. Bis sich das Spiel auf Nicht-Überlebensmodus eingestellt hat. Ach, Katze, nerv nicht. Ja, ja. Dann wähle ich darum. Und ein Toter. So, mal gucken, ob es jetzt geht. Darf ich jetzt mich porten? Jawohl. Sehr schön. liebe Mutter, schick mir dein Kind. So, darf ich bei euch Holz kaufen? Ist hier denn überhaupt irgendwer? Ja. Sie ist diejenige, die mir meine Schwertkampftechniken beigebracht hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, Mjolnir. So rum. Dich suche ich aber jetzt gerade nicht.
Die sind auch schon alle tot, oder wie? Ist keiner da? Pferd haut wieder ab, okay. Ich will doch nur Holz kaufen, verflucht nochmal. Kann ja wohl nicht so schwer sein, hier irgendwen aufzutreiben, der mir mal Holz verkauft. Oh. Was? Kein Mensch da. Juhu. Mir noch irgendwo eine Mühle. Vielleicht mal da gucken. Habt ihr euch verlaufen? Nee, hab ich nicht. Fünf gute Wir können es euch überall hinliefern. Ja. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Ich möchte noch mehr kaufen. Euch überall hinliefern. 20 Holz ist ein bisschen wenig. Fleißig am Bauen, wie? Ja, laber nicht. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? 60. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. 80. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich. 100. Ich brauche 200. Wir können es euch überall. Ich lasse euch die Sachen gleich. 20. Am Bauen, wie? Ja, ja. Ich lasse euch die Sachen gleich. 140. Am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen. 150. 160. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Ah, danke schön, 200 Holz. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ihr geht jetzt besser. Alles klar. Schön für dich, lass mich raus. Danke sehr. Eure Haut. Ja, ich weiß es. So. Wie gesagt, keine Sorge, ich mach Survival gleich wieder an. Ist jetzt nur kurzzeitig aus. Damit ihr hier nicht so lange warten müsst, bis ich wirklich wieder da bin, wo ich eigentlich hin will. Dum, 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 dum. Ach, genau, die Spinner. So starb, Zoll. Ich zeig euch, wo so ein echter Hawk imstande ist. Heilen, heilen, heilen. Ewigen Wohlergehen. So, den nehmen wir erstmal. Mal hier noch. Alter. Die hauen aber auch rein, du. Mich am Arsch. Oh, da hinten ist noch eine. Irgendwo. Ja. Ball um. Bautz, weg mit dir. Das nehmen wir mit. Orkische Pfeile. Kann man auch nie zu viele haben. Pferd ist natürlich schon wieder tot. War klar. Ist mir jetzt aber auch Schnurz. So. Was? Steckt denn eigentlich Lydia? Die gute Lady. Ich dachte, die wäre hier. Ach nee, die ist ja draufgegangen, glaube ich. Keine Ahnung. Egal, bauen wir erstmal ein bisschen weiter. Mjolnir, komm mal her. Du hast mich meinen ganzen Eisenbarren und so weiter. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Bring mal meinen ganzen Scheiß wieder her. Danke sehr. Das nehmen wir mit, das da. Den Rest kannst du behalten. Danke. Alles klar. Gehen wir. Nee, wir gehen jetzt nicht. Erstmal muss ich jetzt hier ein bisschen was bauen. Lalalala. Die Leute sagen Himmelsrand. Veredelter Mondstein. Juhu. Auf Tamriel. Ich glaube, da irren sie sich. Es ist großartig und ich bin stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen. Schön für dich, ja. Sehr gut. Was haben wir denn hier noch? Gar nichts mehr drin. Ich bin das ganze Zeug hingepackt. Holz ist ja, wie gesagt, wieder genug da. Zum Glück.
ich das alles hier reingepackt? Ah, genau. Alles nehmen. Es ging ja eigentlich nur noch um die Inneneinrichtung, die ich hier gebraucht habe. Behältnisse. Nein. Nein. Bett wollte ich bauen. La 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 la. Ach, na Quatsch, das Bett hatte ich doch schon. Doch irgendwas anderes. Auf jeden Fall erstmal das Schlafzimmer fertig einrichten. Sofern es geht. Dum, 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 dum. Was haben wir denn hier noch? Eisenbeschläge brauchen wir hier für überall. Lauter Eisenbeschläge, ja. Gut. Was haben wir hier? Noch ein Einzelbett. Das baue ich schnell. Das noch. Waffenhalter. Eisenbeschläge. Mal gucken, wie viel ich dafür brauche. Da, 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 da. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind alles nur Nägel. Das machen wir nochmal schnell. Ah, hier fehlt mir natürlich das ganze Zeug. Es ist nur die Deko, das ist nicht so wichtig. Also Nägel, soweit ich weiß, ein Schloss. Die Bruchsteine kannst du jetzt mal kurz nehmen. Brauche ich nicht. Jo, gerne. Wo sind sie? Da, nimm die mal. Ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Gehen wir. Also Wolfsfell und Gedöns alles noch mitnehmen beim nächsten Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir mal 10 Stück. 2, 3, 4, 5, 6. 10. So, Schloss habe ich auch gebraucht. Scharnier nehmen wir auch nochmal mit. So, das dürfte erstmal reichen. Wenn ich jetzt so viel davon habe, ist auch nicht so schlimm. Werden sie noch oft genug brauchen hier. Kleiderschränke, genau. Come on. Lagertruhe, Schrank, Schrank. Das, das. Waffenhalter. Bums. Bums. Sie ist diejenige, die mir meine Schwertkampftechniken beigebracht hat. Ah, sieht doch schon mal ganz hübsch aus hier drinnen. Fehlt halt jetzt gleich nur noch die Deko, aber das kommt noch. Irgendwann. Schlafzimmer wäre somit abgehakt. Dann haben wir hier die Küche. Da noch irgendwas bauen? Ja, hier. Hier wieder Eisenbeschläge. Feuerstelle, überall Eisenbeschläge. Steine. 4 Stück waren das. Das hat sie nach. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ja, ist ja gut. Ich will noch nur meine Bruchsteine, aber auch nur 4 Stück. Ui. Oh, perfekt. Alles klar, gehen wir. Nein, wir gehen jetzt nicht, wir bauen jetzt erstmal hier. Brauchen wir dann da wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, nochmal 7 Eisenbeschläge. Die Küche fertig zu stellen.
1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Ach ja, Vampirblut von mir aus. Interessiert mich gerade nicht. Oh. Was? Vibe. Auf dem Weg. Für den Rest brauche ich immer noch ein bisschen was anderes. Hier sind noch Ziegenhörner, großes Geweih, Hoggerzähne. Horkerzähne. Entschuldigung. So, wie sieht's denn hier aus? Das können wir noch machen. Fehlen jetzt wieder Nägel und natürlich wieder mal Eisenbeschläge und Schlösser. Das noch. Nägel und Bruchstein. Regale sind auch überall Nägel. Hängende Schlammkrabbe. Ja, auch gut. Wir werden langsam mal sehen, dass wir das Ganze hier ein bisschen rundlich kriegen. Also mache ich nochmal so von jedem 10. Nochmal ein paar Schlösser da oben rein. Ich meine, das ist ja auch nicht verkehrt. Ein bisschen die Schmiedekunst skillen. 3, 4, 5, 6, 7, 10. So. Neun und zehn. So. Aber genau darum ging es ja. Die Alte nervt auch langsam mit ihrem Gequassel. Und jetzt steht sie mir wieder im Weg. War klar. Lass mich durch. Danke. Küche war, glaube ich, jetzt nur noch Deko, ne? Ja, genau. Braucht man nicht. Erstmal. Hier knallen wir jetzt noch eine ganze Menge rein. Bruchstein, gib mir noch mal einen, gute Dame. Ich sehne mich nach einem Kampf. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ah, ich brauche nur einen Bruchstein. La 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 la. Jetzt. Alles klar, gehen wir. Nee, wir gehen nicht. Ich bin am Arbeiten, gute Frau. So, was fehlt denn hier jetzt noch? Nochmal Bruchsteine. Was fehlt da? Ein Goldbarren, aha. Chimimabor, Quecksilberbarren. Ziegenfell, schlechter Fischschuppen. Den können wir aber nochmal machen. 4 Bruchsteine. Ist nicht das Problem. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Schön für dich. Ich will aber nicht, dass du was nimmst. Ich will von dir was haben. Wenigstens schon mal ein Haus langsam, aber sicher fertig kriegen. Ich meine, das sind ja auch alles noch Erfolge. So, da kann ich nichts mehr machen vorerst. Was haben wir hier noch? Besser, Kommode. Eisenbeschläge und Ziegenhelm, Ziegenhorn, nicht Helm. Sind auch überall Eisenbeschläge, okay. Bärenpelz, na gut. Aber wie gesagt, das sieht ja mittlerweile auf jeden Fall schon
deutlich schicker aus hier drinnen. Sind wir hier? Hm, noch Betten? Ja. Und schon wieder Eisenbeschläge. Juhu. Dum, 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 dum. Was ist das hier eigentlich für ein Zimmer? Ist auch noch mal ein Schlafzimmer? Wie viel Schlafzimmer habe ich denn? Da eins, da eins. Was ist das hier hinten? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, überall wieder Eisenbeschläge, Schmiedearmboss. Nehmen wir. Den Keller haben wir ja auch. Soweit ich weiß, ja. Können wir den auch ausbauen? Tatsache. Hey. Ach, da können wir uns sogar einen Sarg reinbauen. Ah, das war das, was ihr erwähnt hattet. Bruchstein, okay. Noch der Nägel wieder. Was haben wir hier? Gerbergestell. Kinderübungspuppe. Genau. Haben wir auch schon mal. Übungsziel. Na, immerhin schon mal drei Sachen hier drinne. Wie groß ist denn dieser Keller eigentlich? Ui. Schick, schick. Nur ziemlich dunkel. Okay. Wie gesagt, ich würde aber mal sagen, das war's dann auch erstmal wieder mit dem Haus bauen. Weil eine andere Sache wollte ich nämlich eigentlich noch machen. Und zwar diese anderen beiden Quests da loswerden, die ich ja schon mal angefangen hatte vorhin. Beziehungsweise vorhin eigentlich gemacht hatte. Dann aber von diesen dämlichen Banditen hier überrascht wurde. Und wenn wir schon mal hier sind... Ach nee, ich mache was anderes. Genau. Glas brauche ich nicht. Mal den ganzen Mist wieder hier ablagen. Den Stein nehmen wir weiterhin mit. Das kann weg. Ach. Habe ich doch eine da reingepackt. Egal. Amethysten, die Diamanten, so. Das brauche ich alles noch. Scharniere, Schlösser. Die können weg, das kann weg. Stroh. Von ihr die Bruchsteine natürlich dann auch noch wieder hier rein. Nach einem Kampf. Kein Problem. Ja, komm. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Es freut mich, aber ich will jetzt von dir die Sachen haben. Danke. Alles das packen klar. Wir auch hier noch in die Truhe. Hm, da sind sie. Und einen Saphir hatte ich noch abgenommen. Er kann auch hier rein. Okay, das wäre soweit erledigt. Und wie gesagt, bevor ich jetzt hier wieder den ganzen Weg laufe, weil eins wollte ich noch machen, wo war denn das jetzt? Irgendwo hier oben? Nein, Gesellenwinkel war es nicht. Schneeschleierzufuhrlucht war das, glaube ich. Ja. Schon mal da bin. Wenn ich jetzt gerade schon mal den Survival-Mode aus habe. Nee, war es nicht. War es natürlich nicht. Bin natürlich wieder falsch. Ist ja klar.
War denn der Mist? Ach, hier, nee, Ingol-Hügel-Grab. Da wollte ich eigentlich hin. Dum, 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 dum. So, Survival wieder an. Ups. Und sicherheitshalber nochmal. Ups. Selfen. Und los geht's, meine Lieben. Los geht's. Wenn ich endlich diese komische Korallendrachenklaue aus dem Kopf hab. Ja, die komischen Viecher. Hier drin hatte ich ja schon alles geklärt. Ja, normal laufen. Es könnten Draugere in der Nähe sein. Ich kann den Gestank der Fäulnis riechen. Ja, die haben wir doch schon platt. Hinten war das irgendwo, wo ich nicht weitergekommen bin. Ja, da nicht, der aus Sackgasse. Und die scheiß Klaue gefehlt hat. Mal wieder. Ingol-Hügel-Grab. Aber ich habe sie ja mittlerweile gut doch noch gefunden, Gott sei Dank. Hier nicht, hier war's. Oder? Ja. Sieht gut aus. Ah, die Falle, genau. Hätte ich ja auch wieder völlig vergessen. Hier ging das weiter. Wo haben wir sie denn? Korallendrachenklaue. Da. Was haben wir da? Schlange, Wolf und Schmetterling oder Motte ist das. Okay. Da müsste dann der Wolf hin. Ups, und hier die Motte. Motte, Schlange, keine Ahnung, was es darstellen soll. Irgendwas in der Richtung. Ach, Motte, Schmetterling, so rum. Nicht Schlange. Schlange ist wieder was anderes, klar. Müssen wir jetzt aufpassen. Weil hier ist natürlich jetzt noch nichts geklärt. Da steigt schon irgendein Geist auf. Drachenpriester, okay. Die Weißen sollen euch holen. Wow. Das war schon alles wirklich? Ja, Mädel. Ich komme nicht an den dran, wenn du davor stehst. Naja, kühl mich ruhig aus, wenn du meinst. Hey. Okay. Im Erzbogen. Das Lied von Romia. Lesen. Oh, zwei Hände immerhin verbessert. Sehr schön. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, Kanada. Nö. Andere Seite. Da liegt einer. Das war der einzige hier, ja. So wie es aussieht. Und wie kriegen wir diese Tür da jetzt auf? Muss ich den hier vielleicht irgendwie runterkloppen? Nö.
Ja, schön. Zeig mir da irgendwas an der Truhe an. Was muss ich denn mit der Truhe machen? Das Lied von Homie, ja. Nehme ich jetzt mal mit. Super. Ja, die Irrlichter sind nicht gerade hilfreich. Stab des Magierlichts. Eine Lichtkugel, die für 60 Sekunden dort bleibt, wo sie einschlägt. Ich nehme jetzt einfach mal kurz alles mit. Ich glaube, ich muss mit dem irgendwas machen. Ich muss den, glaube ich, von dem Thron runterschreien oder so. Was haben wir denn hier? Was ist denn das jetzt nochmal? Nein, Drachenform, Drachenruf. Mit Harem Rasereien? Nein, der war es auch nicht. Nö. Typhonon, Tosa, Unbehagen, unerbittliche Macht. Der da ist das, genau. Hat gar nichts gebracht. Helm von Ingol. Ach, den Helm musste ich nehmen. Ah ja. Muss man ja wissen, ne? Dann kam der wieder weg. Was war das noch, was ich hier genommen hatte? Ich glaube, das Buch. Wo ist es denn jetzt? Ach, brauche ich nicht. Das Lied von Homer, genau. Keine Ahnung, was das andere war. Auf jeden Fall geht's hier weiter. Sagt mir nicht, dass das jetzt hier schon wieder der Ausgang ist. Also das wäre ja wirklich ein bisschen billig. Ein Gegner und dann direkt wieder raus. Ich guck erstmal, was da oben ist. Nix weiter, okay. Ach, Tatsache. Also wie gesagt, das war jetzt wirklich ein bisschen billig. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt kommt hier was weiß ich was für ein Grab wieder auf uns zu. Nein. Na gut. Wo sind wir denn hier? Nur ganz hier unten. Vielleicht noch irgendwas zu erkunden oder so. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Vampir! Ich bin der Vampir, das da ist ein Troll. Nur mal so zur Info. So. Da ist noch irgendein Turm, den ich noch nicht erkundet habe. Ich glaube, da werde ich jetzt hingehen. Das ist ja das, was wir eigentlich vorhaben. Ja, alles zu erkunden. So nach und nach zumindest. Und noch die ein oder andere Quest zu suchen, zu finden, zu machen. Da ist noch irgendein Schrein oder so. Keine Ahnung. Weil irgendwas, was ich machen muss. Komm her, Eisgeist. Ha! So viel dazu. Der war schnell blatt. Sehr schön. Ach, da oben. Muss ich da jetzt unbedingt hin? Spinnchen. Ups. So viel zur Spinne.
Na komm her, Troll. Komm, du Süßer. Also wenn ich hier nicht langsam, aber sicher den Vampir fertig kriege, dann weiß ich auch nicht. Wie gesagt, fehlt jetzt eh nur noch der eine Punkt. Oh, und eine Quest begonnen. Ich glaube, diesen Kult habe ich gefunden. Mal gucken. Wandel dich mal zurück. Freund oder Feind? Wir sind die Anhänger von Fürst Boethia. Wollt ihr euer Können auf die Probe stellen? Wer ist Boethia? Der Fürst der Pläne, Herrscher der Nationen, Verschlinger von Trinima. Die Königin der Schatten, Göttin der Zerstörung, er, die zerstört, und sie, die auslöscht. Unser Fürst trägt viele erhabene Namen, aber sie werden nur uns Sterblichen gerecht. Sprecht ihre mächtigen Namen bis zum Ende der Zeit aus, und sie bedeuten nichts. Namen bedeuten unserem Fürsten nichts. Er kümmert sich nur um jene, die sich um sich selbst kümmern. Deren Herzen gefüllt sind mit Entschlossenheit, die ein Leben voller Taten führen. Ja, ich brenne vor Taten dran. Wenn ihr einen Blick auf unsere dunkle Herrin werfen wollt, müsst ihr Folgendes tun. Stellt zuerst unter Beweis, dass eure Zunge für das Lügen geschaffen ist. Findet jemanden, erlangt sein Vertrauen, führt ihn zum Schrein. Befehlt eurem Sklaven dann, die Säule der Opferung zu berühren. Ihre Magie wird ihn umhüllen und wehrlos machen. Dann, gestärkt durch Gewissheit, stecht tief mit der zeremoniellen Klinge zu, damit das Wasser seines Herzens euch reinigt. Ist euer Wille stark genug, wird Boethia in ihrem dunklen Anwesen erweckt und wird vor uns erscheinen. Okay. Das bleibt abzuwarten. Wenn es ist und Boethia erscheint, werden wir euch als... Gut. Schön. Klinge der Opferung hinzugefügt. Und Boethias... irgendwas. Na gut. Was haben wir denn da? Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können ihren Zweck. Was ist denn das hier? Schön, schön. Nein, jetzt nicht. Da hinten ist nämlich noch ein Ortlager. Vielleicht kann ich einen von denen nämlich dahin loggen. Hab ich gerade noch gesehen. Da. Ja. Nach Sulbur. Sofern ich es finde. Ach, eine Mine haben wir da oben auch noch. Sehr schön, sehr schön. Da hat es sich ja doch gelohnt, mal wieder hier auf den Berg zu klettern. Obwohl es, wie gesagt, eigentlich nicht so geplant war. Und trotzdem muss ich jetzt irgendwie einen Weg finden, wie ich da überhaupt hochkomme. Hier lang nicht. Das wäre so eine scheiß Alpha-Wand dazwischen. Hier auch nicht. Muss doch unten rum versuchen. Das war doch hier der Weg, den ich eben gegangen bin. Da ging es aber doch nicht weiter. Nee. Aber irgendwie muss man doch da hochkommen. Auf eine andere Art und Weise. Aber das meinte ich mit Quests finden. Erkunden, Quests finden.
Ist immer gut. So. Ich glaube, bevor ich jetzt da weiter hoch gehe, gucke ich erst lieber mal, was da hinten noch für ein Turm ist. So zum Abschluss für heute. Das noch erkunden eventuell. Eventuell den letzten Skillpunkt hier noch holen. Das ist so mein Ziel, was ich jetzt noch habe. Das ist wieder ein Troll. Wow, zwei sogar. Okay, beide tot. Sehr schön. Und was ist das hier? Flüchtlingsruhe entdeckt. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Nur eine Truhe. Guck mal, denn da drinnen. Nehmen wir mit. Silberbarren können wir auch gebrauchen. Gott. Sonst ist hier aber nichts. Ein Buch. Aufstand von Erstburg. Bringt mir nichts. Ich wusste doch gar nicht, dass Trolle lesen können. Ist mir neu. Aber man, ja, man lernt ja nie aus, ne? Da geht's nach Solstheim, da wollen wir nicht hin. Das heißt, da ist wieder eine Eiferwand. Was müssen wir denn da machen? Quintus Navale. Quintus Navale. Sollen wir dem eventuell noch einen Besuch abstatten? Weil irgendwie mit Skillpunkt sieht's hier ja doch leider schlecht aus. Da sind ja irgendwie keine Gegner mehr. Könnte natürlich gucken, dass ich hier irgendwelche Leute noch kille. Bauern oder was auch immer. Verräterposten? Ist hier jemand? Ja, sehr gut. Zumindest einer. Eine. Ist das aber eine Überraschung? Och, doch nicht Mjoll. Nein, die wollen wir nicht. Der Tod erwartet euch. Ach, jetzt geht die auch wieder auf mich los. Na gut, bitteschön. Wenn du es so willst. Ich grill hier einen Begleiter nach dem anderen. So langsam aber sicher gehen sie mir aus. Ist aber auch so, die rennen mir immer so blöde in den Weg. Dass ich aus Versehen dann erwische. Ja. Und das haben sie dann davor. Dann sind sie halt tot. Pech. Sie meinen, sie müssten sich mit mir anlegen? Ihr Problem. Aber wie komme ich da auf diesen Berg? Ohne hier ganz außen rumlaufen zu müssen. Vielleicht hier? Naja, frieren von mir aus. Ah, hier sieht's aus, als wird's hochgehen. Ich komme hier wieder nur dahin. Ach, guck mal. Ein paar Opfer. Hui. Den Schnee
Nein, das mache ich. Und mal jetzt den letzten Punkt. Nein, immer noch nicht. Ah. Komme ich hier irgendwie durch? Ja. Sieht ganz gut aus. Bis auf hier. Hier geht es natürlich wieder nicht weiter. Ah. Guck mal, hier haben wir wieder ein Drachengrab. Drei Sachen, die ich noch nicht erkundet habe. Unter anderem die Mine. Bevor ich da jetzt in diese Ork-Festung reinrenne, sollte ich mich doch zurückverwandeln. Ich glaube, die sehen das nicht so gern, wenn da ein Vampir vor ihrer Haustür auf einmal auftaucht. Vor allen Dingen kein Vampirfürst. Guten Morgen, meine Lieben. Aufstehen. Hallo, jemand da? Was? In einer Ork-Festung gibt es kein Gefängnis, Verbrecher. Ihr müsst mit Gold oder Blut bezahlen. Eines Tages könnt ihr eure eigenen. Was? Ich werde bezahlen. Na ja, gut. 5 Goldstücke. Na schön. Dann prüfen wir euer Kampfgeschick eben ein andermal. Ich fürchte, dass ich euch in die Quere komme. Euretwegen. Wer seid ihr denn, Urok? Ihr habt nichts verloren. Ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt hier nichts. Boah, stellt euch doch nicht so an, mein Gott. Nur weil es mitten in der Nacht ist, machen die so ein Theater. Na gut, bin ja schon weg. Dann gehen wir eben in die Mine. Auch okay. Darf ich da wenigstens rein? Hab ich dich nicht gerade umgebracht, Mjoll? Jetzt lebt die doch wieder. Ah, ich habe ein Gespenst hier neben mir. Na, na, na. Die ist hartnäckig, die gute Frau. Aber das gefällt mir. Die kommt immer wieder, egal wie oft man sie umbringt. Kenne ich irgendwo her. Schwarzadermine. Was haben wir da drin? Ich hoffe noch ein paar Opfer. Wäre ganz nice. Ich höre hier auf jeden Fall welche kloppen. Ich weiß aber nicht, ob es Freund oder Feind ist. Sicherheitshalber. Boah. Aber Malakat belohnt. Malakat hat mir die Aufgabe erteilt, nach Erz zu schürfen. Okay. Das macht unser Volk stark. Das sind Freunde. Orks sind Freunde, kein Futter. Dann bist du Gadbar Grolagarsch, alles klar. Wer bist du? Mulgrolargasch. Ich wollen in der Mine arbeiten. Wir haben einen Plan. Zuerst werden wir reich. Dann gehen wir zurück nach Lagerspur und übernehmen die Macht. Wir haben einen Plan. Zuerst werden wir reich. Alles klar. Gut, hier ist auch nichts Interessantes drin. Was haltet?
Das hat alles nichts gebracht. Na gut, dann eben da unten die Höhle. Eventuell habe ich da mehr Glück. Fern ich jetzt wieder einen Weg runter finde, wo ich mir nicht gleich den Hals breche. Ja, geht. Was haben wir da? Da ist auf jeden Fall irgendein Kampf. Zumindest sah es so aus. Was haben wir denn da? Okay. Ist da jemand? Oh, okay. Ich hab's schon gemerkt. Ja. Mögen euch die Götter verdammt. Ey, Mjoll. So haben wir nicht gewettet. Mein Essen. Ich brauch die Skillpunkte, nicht du. Und als Vampir komme ich hier nicht durch, ich bin viel zu fett. Ah, lass mich hier durch. Ah ja, es geht doch. Was? Ich wusste es. Oh. Wo seid ihr? Was macht ihr denn da? Feuer, Adrona, ich grillen. Hey, passt ein bisschen auf. Ich hab nichts gemacht. Das war das Vieh. Nur so nebenbei bemerkt. Aber das bringt hier jetzt wenigstens ein bisschen was. An Skillpunkten. Schön für dich. Ich bin trotzdem gleich tot. Scheiße. Huhu. Upsala. Ich bin ausgehungert. Wo war das? Nein. Nebelgestalt. Benutzen wir die doch mal. Ein bisschen zu heilen erstmal. Oh. Ja, wie sieht's aus? Naja, nehmen wir noch den Gargoyle. Komm, Gargoyle beschwören. Darf ich nicht? Wieso darf ich keinen Gargoyle beschwören? Was soll das? Na gut. So, dann nehmen wir eben nochmal schnell einen Heiltrank. Was haben wir denn? Höchste Heilung, starke Heilung. So gefällt mir das schon besser hier. Jetzt fallt um, ihr Arschlöcher, ey. Hallo? Wieso greift er jetzt nicht mehr an? Ah, ich habe keinen Magen mehr. Okay, ich hab's gesehen. Ich werde wieder sterben. Das ist nicht genügend Magika. Scheiße. Glück gehabt.
Aber ich dachte, diese Nebelgestalt heilt auch die HP, aber irgendwie... hat das nämlich gar nichts gebracht, so das Gefühl. Oh, 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 da kommt eine. Ja, doch, Charaktermenü. Das war es auch schon wieder mit Heiltränken, glaube ich. Ah ne, Zauberrank der Heilung hier. War noch ein bisschen was. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein paar Magikatränke einwerfen. Bringt mir, glaube ich, mehr. Ach, jetzt hängen wir hier wieder fest. Lass mich durch. Danke, 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 danke. Ach, Mjöl. Mehr, du Arsch, jetzt aber. Alter, was hält der denn aus? Auf euch wartet mannigfaches Leid. Ja, geht doch. Alter Schwede, ey. Was haben wir denn hier? Geht's nicht weiter, oder was? Sag mal, wieso ist denn hier alles so kurz momentan? Dachte, jetzt habe ich hier mal wieder eine größere Höhle. Ha, Pustekuchen. Was haben wir hier? Auch niemanden. Ui. Schick. Es geht ja doch noch weiter. Sehr schön. Ist hier noch irgendjemand? Hallo? Keiner da. Alle ausgeflogen? Hm. Hier lang gehen? Wo kommen wir da hin? Na. Ups. Upsala. Ja, ich muss da hier nochmal hier durch. Ja, und zwar jetzt, um mich ja genauer umzugucken. Den Rest noch zu plündern, was hier so rumfliegt. Komm, nehmen wir mal ein paar Heilungen hier. Nehmen wir mit, dass da... Chemielabor bringt mir jetzt gerade nichts. Wo sind die ganzen Toten denn? Vielleicht schon mal einer. Mich wundert es gerade echt, dass die noch lebt. Schwörer, Adept, Ektoplasma, nehmen wir mit. Novize. Kerzenschein kennen wir schon, okay. Ja, und das hier war wohl der Chef des ganzen Clans hier unten. Mondfaltervögel, Flügel, Schaurus-Eier, okay. Also wirklich viel Interessantes haben die hier auch nicht rumfliegen.
Zumindest nicht für mich. Ich meine, wer es einsammeln will, bitteschön. Was haben wir hier? Das ist ein Kürbis. Segen, nein. Ockerfleisch. Sehr schön, sehr schön. Was war hier hinten noch? Guck mal, hier haben wir auch noch eine Truhe. Kräftige Heilung. Blitze kann da bleiben. Ne, brauchen wir auch nicht. So, hier bin ich jetzt mal gespannt, was hier so alles ist. Weil das sieht doch interessanter aus, hier die Ecke. Finde ich mit Sicherheit doch noch das ein oder andere. Kaninchen, noch eins, noch eins. Naja. Naja, auch nicht wirklich viel Interessantes. Sehr schön. Was sind das? Stahlpfeile. Wer zum Geier braucht denn bitte schon Stahlpfeile? Feuers, nein, warum alles nicht? Nein, nein, nein. Danke. Tschüss. Aber vielleicht finde ich ja hier noch mehr Feuersalz, das wäre praktisch. Drei Stück brauche ich nämlich immer noch für die Quest. Ich bin ja schon keine Ahnung, wie lange am Suchen danach. Karaffe, Krug, nein. Sieht aber nicht so aus. Es wäre hier irgendwas. Der Mond Lorcan. Bringt mir nichts. Habe ich gedacht, das bringt hier was? Nö. Auch alles nur Schrott zu 90%. Was hier rumfliegt. Was haben wir hier noch? Oh, nix. Höchste Heilung, ja, das können wir mitnehmen. Halt, da ist noch was. So. Ja, wie gesagt, wieder eine Höhle, die so gut wie nichts gebracht hat. Aber das wird es dann wohl für heute auch gewesen sein. Und hier nochmal schnell gucken. Kleines Geweih. So, was haben wir hier noch drin? Ja, bringt alles nix. Halt. Nein. Ja, wie gesagt, meine Lieben, ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Und am Montag geht es dann natürlich weiter mit der nächsten Runde Himmelsrand für Entdecker. Sprich, eine kleine Erkundungsrunde, mal wieder. Und eventuell die ein oder andere Quest noch. Ja, ich verwandle mich nochmal schnell in einen Vampir. Lass mich. Bring den nicht um. Oh, Alter.
Sie hat mich völlig umsonst verwandelt wegen dir. Nur weil du zu schnell warst. Mjöll. Nein, also wie gesagt, ab Montag 1:30 geht's dann natürlich weiter. Am Wochenende gucken wir mal, vielleicht kommt auch was zwischendurch. Je nach Lust und Laune, wie immer natürlich. Und nochmals danke an alle, die zugeschaut haben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt einen schönen Abend. Und eventuell, wenn wir uns nicht sehen, ein schönes Wochenende. Bye, bye.